Hallo meine lieben Freunde, hier wieder in World of Warcraft, die vier lustigen drei oder auch respektive die drei lustigen vier. Weil Gisela ist ja mit am Start, ne? Gisela ist fester Bestandteil von uns. Arr, ja. Gisela, unser kleines, geiles Stachelschwein, Begleiterin von Salona. Hallo Salona. Hallo. Hallo, hallo Glickner. Hallo. Ganz unser epischer Heiler, Glickner. Oh. Der epische Heiler. Natürlich. Unser Anker in der Not. Oh, der Fels in der Brandung, ist schon klar. Genau, so. Und Salona, unsere furchtlose Tierzähmerin, die uns so manches Mal den Arsch gerettet hat vor irgendwelchen anderen Schlawinern. Richtig, sie riecht zwar immer nach Puma, aber ist egal. Egal, Puma riecht super. Naja, derzeit stinkt sie nach Stachelschwein. Oh, hallo. Nach Stachelschwein. So. So, dann gehen wir mal hier durch. Ja, ziemlich epische Musik gerade hier drin. Bei mir zumindest. Ja, und hier haben wir auch schon die Quest abgeschlossen. Ja. Einmal anschnappen den Typen so, hier, den Flops. Jawohl, sehr gut. Und mit dem Hoshi hier reden. Genau, jetzt zum nächsten hier rein in die Höhle, oder? Ist das, nee, ist gar keine Höhle. Ist das hier ein Höhleneingang? Nee, sieht. Doch. Nee, sieht, nee. Ist es einer? Nein, nein, ist keiner. Nee. Wir müssen hier nach Norden weiter. Nord. Genau, einmal, oh, ich häng fest. Hupsala. Wieder zu den Glühwürmchen. Genau, welche auch unter anderem Regen sein könnten. Unter Umständen. Hier ist was. Da hängt was. Untersucht den Teich. Lebt wohl. Sehr gut. Hier ist eine Waffe, wie ein Freund sie schwingt. Schwing. Dein genau, Ding. Genau, jetzt dürfen wir wieder weiterlaufen. Bitte was? Boah, krass, Alter. Hier liegt ist richtig wortgewandt. Ja, genau, ne? Krass, oder? Bang. Die Rüstung gefunden, kein Freund in Sicht. Und weiter geht's. So. Weiter geht's. Krass, gefangen hier, oder was? Ja, ja, wieder hier Ressourcen einsammeln und so, weiß ja, ne? Nö, keine Ahnung, was du da machst. Echt jetzt? Musst du auch nicht. Das ist jetzt meine Sache hier. Ach, hier, was ist denn hier? Ach so, das ist ja, das ist Nico sein Ding. Oh, ein toter Backesel. Da rennt er einfach an mir vorbei, ohne mir zu helfen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wer denn? Der rennt hier einfach an mir vorbei. Das ist der. Jetzt. Das ist unglaublich. Eine 10-Euro-Wette. So, so, wo geht's jetzt hin? Da hinten. Das ist jetzt. Oh, König kann ich nicht lesen. Hier oben gibt es wieder einen Rahmen. König kann ich nicht lesen. Genau, oben rechts gibt es einen Rahmen. Ah, da müssen wir leider nicht hin. Oh, vor, hallo. Nee, hallo, Kleiner. Willst du mich verkackeiern oder was? Geh weg. Was denn nun? Allen Dingen ist er ja auf dem Gebirge da oben drauf. Also. Jo. Uiuiui. So, ich komme ein bisschen später. Warum? Ja, mich hat noch einer aufgehalten, ne? Ach so. Ja, mei. Oh shit. Komm vor. Plönk. Was? Lauft, Priester, das ist eine Falle. Warum? Arschloch. Warum, Arschloch? Was für ein fieser Drecksack. Alter, der haut aber eine Kelle, ey. Wo seid ihr denn? Na, hier in der Höhle drin. Achso. Warte, ich komm. Sag mal, kommst du klar, Junge? Nö, nicht mehr so ganz. Alter. Hat doch gepasst, alles gut. Ah, da hinten ist er. Ein Fragezeichen. Der Jared. Mehr Arbeit? Tötet König Todesblüte. Den haben wir, glaube ich, gerade schon platt gemacht. Nehmt Rache an den Schotlingen. Na super. Ja. Ja, dann warten wir mal auf König Todesblüte. Wieso? Den haben. Ja, nee, den haben wir, bevor wir die Quest angenommen haben, getötet. Von daher. Nein. Ach so, doch. Ey, hier, guck mal, hier ist auch noch einer, der da liegt. Stimmt. Ein Ausrufezeichen. Stimmt. Befreit eingefangene Kleintiere im Schummergehölz. Jawohl. Warte mal. Au, au, au. Was geht hier denn ab? Hallo. Wer bringt denn da so eine Freunde mit?
Ach, guck mal, da oben sitzen auch noch welche. Pass mal auf, hier an der Höhle. Komm mal zu mir, bitte. Ja, Moment. Hier ist gerade Action. Ja, hier auch. Und hier ist was zum Einsammeln. Fup. Ich sag auch schon Fup, ey. Komm Alter. Na, komm mal her. Warte, die vergiften einen, oder wie, die kleinen Drecksäcke hier, oder wie? Ja. Glaub's ja nicht. So, Schrödlinge stutzen, benutzen, stutzen. Quest beendet. Super. So, das müssen wir nur hier auf. Nee, eingefangen. Müssen wir hier nochmal eben den König machen. Nee, ja, der König ist aber noch ein bisschen weiter weg. Wo ist er denn? Der ist nochmal ein Stück zurück Richtung Garnison. Genau. Und wir müssen jetzt hier nur noch, in Anführungsstrichen, die Kleintiere retten. Genau. Ach, da hinten ist der König. Ah, okay. Ja, dann machen wir mal eben die Kleintiere. So, König kann hier warten. Ja, ja. Die Kleintiere, die werden ja irgendwo hier sitzen, oder? Ja, die sind ja, die hier. Liegen da und die leuchten auch. Die siehst du vom Weiten schon. Ach da, quasi. Ich sehe schon. Ach Mann, ey, ihr Penner, ihr blöden, blütentragenden Penner. Oh. Okay, Kleintier gerettet. Da hinten ist noch einer. Kommen Sie klar, Herr Heiner, oder gibt's Probleme? Ach, was ist das denn? Wie süß. Ach, naja, nee, das nervt hier nur so ein bisschen. Ach, jetzt geh mir doch nicht am Sack hier, du Wichser. Hör mal. Was denn? Gib mir mein Erdbeerkäsebrot wieder, du Kackspast, ey. Blödes Arschloch. Och, jetzt kommt da noch so ein Affe hinter mir her, ey. Oh Gott. Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Da hinten sind fünf. Und ich hab noch einen. Jo, sehr genau. Schön. Wir. Babing. Perfekt. Hervorragend. Da fehlt jetzt nur noch der König. Der König und Schattenspiele. Aber dann gehen wir erstmal zum König, wa? Ja, ja, den König machen wir jetzt mal kurz platt. Wir machen jetzt mal den König platt. Wir reiten direkt durch, ne, ohne Kompromiss. Falls einer abstürzt, sagt Bescheid, dann kommen wir zurück. Jo, und ich habe hier noch so befreundetes Kleintier, die können wir eigentlich loslassen, hier von wegen Opfergaben und so. Nee, komm, lass sie hinter dir herren. Das ist doch süß, hast du ein bisschen Gesellschaft. Oh, Kacken abgemountet. Wenn einer von uns nicht direkt bei dir ist, dann... Obwohl, die Kackblüten rennen jetzt hinter den her. Ach du Scheiße, was ist denn hier los, ey? Mitten ja, in der Pack gelaufen. Hier ist richtig, richtig hammerhart. Boah, Alter. Hier hoch, da ist er, der König. Ich komm gleich nach, Ja, wir warten, wir machen eben noch eben... Nee, die hauen jetzt ab, ne? Ja, ja, die sind weg, die sind weg. Ist gut. Entweder crasht der Server gerade, oder? Nee, nee, hier kommen jetzt gerade noch welche. Warum sterbt ihr nicht? Ach, weil sie mich dabei haben. So, bin dabei, bin da. Ja gut, dann einmal bitte raus hier auf den King. King Louis. King Louis, die komische Schnulpe, ey. So, da ist er weg. Und Schiss. Und die Questabgabe ist hier oben. Genau den Pfad hier hoch nochmal, jopp. Der Pfad ins Ungewisse. Oh, mit schöner Aussicht, ne? Oh. Was kriegen wir denn da? Ah, die hat noch was. Ah, Anhänger. Neuen Anhänger, geil. Ich habe eine Robe gekriegt. Also habe ich eine Robe gekriegt. Tempo und Meisterschaft. Minus 35 Crit, minus 35 Meisterschaft. Das Ding kannst du dir da mal sonst drin stecken. Ja, kannst du. Aber ich nehme mal die 6 Tempo und die 32 Meisterschaft mit. Okay, so, super. So, sie hat noch eine Quest für uns. Ach, Shelly. Gehen wir sehr jetzt. Schön. Shelly ist der neue Anhänger. Das ist der neue Anhänger, genau. Ach so, kannst du dir Shelly kannst du umhängen. Jo, um den Hals oder so. Entweder um den Hals oder um die Hüfte. Geil. So, machen wir Schattenspiele oder wie? Je nachdem, wo sie mehr Sinn macht. Bin es nur um die Hüften. Schattenspiele machen wir. Ja.
Mal eben schnell. Noch schneller. Scheiße. Was denn? Ich bin schon wieder abgemountet hier von den Dingern. Aber wie du. Mann, ey. Oha, was ist denn jetzt kaputt hier? Oh, oh, oh. Party time. Oh, oh, oh. Hallo. Jo, mei. Ich hau hier mal alle raus, was ich hier habe. Gute Idee. Das ist eine gute Idee, du. Sag mal, wer kackt mich denn hier noch zu? Du, bist du bekloppt oder was? Da tu ja wohl eine Mangi stinks. So, fertig? Fertig. Rauf. Rauf aufs Moped. Und dann hier. Queer fällt ein über Stock und Stein. Queer fällt ein, genau. Aber die Kleinen, die sind auch echt ziemlich sackständig, wa? Die sind ziemlich nervig, die Kackspasten, ey. Wieso mautest du denn ständig ab, ey? Ey, ich hab keine Ahnung. Die haben irgendwie einen Nahen an mir gefressen. Meine ja, es kann aber auch sein, dass die dich abmounten, wenn die irgendwas auf dich wirken. Was ist denn da? Müssen wir da hoch oder was? Nee, wir müssen hier runter, oder? Ja, wir müssen hier so querfeldein. Aber hier wimmelt's ja vor diesen Affenköpfen. Ja, wir müssen hier an diesem Berg vorbei. Jo. Unten rum. Das spielt keine Rolle. Ah, da. Hier hoch und dann da rechts, oder was? Ich glaube hier so. Anhöhe. Ja. Das sieht gut aus. Da, oh, wer ist das denn da hinten? I'm sehr. Wieder ein Nullborgen-Irrtum. Schattenspieler. Das muss willkommen an meinem Findet Feuer. Das Ahnentotem in der Höhle unter der Anhöhe der Exilanten. Jo, hier ist übrigens auch noch ein Flugpunkt, falls wir den noch nicht haben. Jo. Nein. Also ja, da ist einer. Nein, habe ich noch nicht. So, Flug. Findet Krasla. Pflückt 5 Mondblüten. So, was ist hier? Hier so ein bisschen geröstetes Mammut. Hier sieht auch sehr geil aus. Was ist denn jetzt die 3 hier? Warte mal. Hier ist noch eine Quest. Und hier ist dann noch irgendwie im Haus. Ist im Haus auch noch eine oder wie? Nee. Und die ist unter dem Haus, in einer Höhle. Und da kellert oder was? In der Höhle. Das also sprich nochmal hier kurz, nochmal kurz hier runterlaufen und dann ist da irgendwo ein Höhleneingang. Okay. Okay. Galoppel. Genau hier nämlich. Ach da. Ah, Waldemar. Waldemar. So hieß mein Papa. Waldemar Haar dran. Waldemar, weil es im Wald geschah. Walm hat hier. Meine Mama, meinen Papa immer genannt. Walm. Walm? Ja, und ein paar Freunde haben ihn immer Walli genannt. Das ist auch total süß. Oh, wie süß. Walli. Oh, da hinten Walli, ist so eine Schatztruhe. Oha. Ach ja. Ich kümmere mich erstmal ums Wesentliche. Ja. Ich mich auch. Kann ich nicht mehr. Super. Wieso? Ah, doch. What the fuck? Als ach hier, der König ist wieder Horde da. Kam, stellten sie uns vor die Wahl. WTF, ist das Ding weg oder was? Müsst du doch gleich wiederkommen. Mein oder vielleicht nicht? Ich habe gerade hier so eine Zwischensequenz, eine kleine. Ja, ich auch. Er schloss sich der eisernen Horde an, doch sie forderten einen hohen Preis. Sie sagten... Verbotene Liebe, oha. Sterne und Visionen gegen Stahl und Pulver. Bringt ein wirkliches Opfer, sonst wird euer Volk sterben. Nersol wandte sich also zur stillen Lehre. Oha. Er brach die alten Gesetze und beschwor den dunklen Stern. Ich flehte ihn an, aufzuhören, doch er wollte nicht ablassen. Als er diesen Stein zerbrach, brach er unseren Vorfahren die Treue. Ihr müsst tun, was ich nicht kann. Haltet Ner'zhul auf. Beendet seinen Wahnsinn, bevor es zu spät ist. Außenstehend ist die Schattenmondfestung verwehrt.
Wo war so ein Schatz? Wo? Ach, da hinten. Das ist wieder da. Verschafft euch Zutritt. Viel Glück. Und zack. Ach, guck mal. Da ist. Da ist die Kiste. Einmal nach hier. Erhalte. Ach, 25 Garnisonsressourcen. Krass. Nice. Das ist cool. Ja. Und neuer Anhänger. Noch einer? Ja, wen hier denn? Rulkan. Rulkan ist der neue Anhänger oder die neue Anhängerin. Wir mega sind geil. Der wahre Schattenmond-Clan. Mögen die Ahnen uns vergeben. Ha, Schwebe. Ben. Perfekt. Hier, eine Runde Schweben für alle. Bebe. Fragment der Pein. Questgegenstand und ich habe kritischer Trefferwert. Mehrfachschlag. Warte mal, ich muss mal eben gucken, was bei mir Mehrfachschlag ist. Wie Mehrfachschlag? Ach, GZ zu Level Up, sehe ich gerade. Oh. Ja, GZ. Die Chance, die Angriffe und Heilung. Ja, nee, bitte, kein Problem. Okay. Ich glaube, ich nehme den mal. Kritischer Trefferwert. Mehrfachschlag ist nochmal was. Gewährt euch 2 Chancen von so und so viel Prozent zusätzliche Angriffe oder Heilung mit einer Effektivität von 30% des Ursprungswertes auszuführen. Ne, das behalte ich. Okay. Wie auch immer. Ich schwebe mal raus. Ja? Was machen wir denn jetzt? Festung der Pein oder nach Eldor? Wenn ihr überhaupt nach Eldor müsst. Also, das Ding, was ich jetzt hier noch offen habe, ist, ich habe oben die Mondblüten. Mhm. Und dann habe ich die verbotene Liebe über uns. Mhm, genau. Und unten habe ich noch der vermisste Vater für mein Ding. Also für meinen Beruf. Unter Embari und Festung der Pein in dunkler Nacht habe ich noch ein Fragezeichen. Also kann ich abgeben. Genau. Und ich habe hier quasi jetzt über Elodor habe ich noch auch die Kleider am Leibe. Aber das wird dann mit Sicherheit eine Berufequest sein. Und unter Shazgul habe ich hier noch die Arakoa-Verzauberer. Wird wahrscheinlich auch eine Berufequest sein. Jo. Dann lasst uns doch mal hochgehen zu den Mondblüten. Lasst die mal machen. Mhm. Und dann können wir da ja aufhören. Das klingt nach einem Deal. Ja, dann können wir die 2 Atelier vielleicht noch mitnehmen. Fertig. Und die Dein anderen. Atelier ist fertig. Ja, und meine Verzauberungs-Dingelhopper-Teil da. Ah, cool. Mhm. Ist hier nicht noch eine Blume? Blume? Luschi, Luschi, Blume. Luschi. Oh, Rai Wosch ist hier in der Nähe. Ein Ramob. Müssen wir eigentlich hier hoch irgendwie? Ja, müssen wir. Ja. Wobei dann lass uns doch mal den Ramob noch mal mitnehmen. Ja, der Ramob ist aber noch eine Etage höher. Der ist noch ein Hügel, wie man da hinkommt. Dann müssen wir, glaube ich, hier kommt doch mal her, wo ich bin. Ah, genau. Gut. Direkt einmal um den Pudding. Vanillepudding? Ja, ja, ja. Okay. Müssen wir erstmal den hier vorne platt machen, ne? Das Opfer. Was für ein Opfer? Achso, der hier. Genau. Mein Lagerhaus ist abgeschlossen. Hast keinen Schlüssel? Schließ das doch auf. So, was machen wir jetzt mit dir hier? Ja, fertig machen. Ja, geht nicht. Ja, doch. Oh. Nein. Man könnte Ziel nicht angreifen. Warum nicht? Ach, das ist der auch gar nicht, oder? Ist doch, bei Wosch, das ist der. So, jetzt, da tut sich was. Bla. Nee, kann ich immer noch nichts machen. Ja, du wartet doch mal kurz die Zeit ab. Noch. Jetzt. Nee, Moment. Jetzt mach doch mal fertig hier, Junge. Jetzt. Oh Mann, der hat sich aber Zeit gelassen. Ja, ja, wieder große Reden schwingen und dann hier gleich auf die Fresse kriegen. Gucken wir doch mal an, den Hampelmann. So, was gibt's? Flüstern von Rai Wosch. Verringert 10% das Falltempo. Ja. Komm mal. Wir haben hier unseren Priester dabei. Der gibt uns hier levitieren und passt drauf, das. Drauf geschissen, ey. Aber echt mal. Aber echt, hey. Genau. Wir rennen jetzt erstmal hier runter. Bam, alle voll todesmutig. Geronimo! So, hier.
Guck mal, da unten hier wieder. Party Crasher. Schattenskelett. Ja. Müssen wir die machen? Da müssen wir aber nicht hin. Stimmt, nee. Du hast recht. Wir müssen hier rum. Hier, die Blüten, die Blüten, die Blüten. Welche Blüten denn? Die Blüten. Ach, da. Da muss man ja für sich selber einsammeln, ja? Ja, ich glaube. Und hier ist noch Barun als Ramob. Mhm. Oh, hier unten. Achso, da war ja schon. Oh, Party. Hallo. Oh, oh. Oh, oh. Bist du da jetzt reingerannt, oder? Ja, Rüber hat in dein Wespennetz gestochert. Mhm. Oh, yeah. I love it. Oh, yeah. Gibt ja EP, ne? Also von daher. Rickdick. Na, kommt mal her, Leute. Dann pimmeln wir euch doch mal alle an. Schon wieder pimmeln. Ich sag ja, umso später pimmeln, der Abend, desto lustiger wird's. So, die haben jetzt unsere komischen Kugeln hier gedroppt. Mhm. Oh, wer bist du denn? Wer bist denn du? Da du ist bist noch eine Blüte. Er ist tot. Es ist tot? Ja, der Typ, der hier gerade gespawnt ist, ist tot. Würde ich mal behaupten. Ja, ziemlich schnell sogar. Ah, das ist Opfer. Eine ziemlich hohe Spawnrate, sehe ich gerade. Woran siehst du das? Also ich habe es gerade gesehen. Achso. Da hinten ist noch eine Blüte. Mann, der hat doch was zum Looten, Himmeldonnerwetter. 4 von 5. Kamera spackt hier auch wieder rum. Wir sind schon bei 42 Minuten, bei 22 Minuten. Ja. Alter. Komm, lass uns noch die restlichen Blüten einmal machen. Hier hinten ist noch eine Blüte. Habt ihr alle Blüten? Nein. 3 von 5. Ja. Okay, dann kommt mal hier zu mir. Hier sind nämlich auch noch Blüten. Was? Vier von fünf? Ja, ich halte euch mal die Gegner hier vom Leib. Ihr könnt ja hier nochmal gucken nach den Blüten. Die müssten ja eigentlich auch noch irgendwo rumstehen. Hier ist noch eine. Mehr zu sehen in dem grünen Gras. Ja, aber die leuchten auch, ne? Also ich habe jetzt, ich bin fertig. 5 von 5. Ja, ich auch gleich. Ich auch gleich. Und zwar jetzt. Vorsicht, hier ist Patrouille. Okay, Patrouille machen wir noch fertig. Bam. Super. Das ging zügig. Ja, und dann können wir eigentlich noch zur verbotene Liebe eben schnell rennen, wenn wir die schon Seele mal auf dem Weg die sind. Ecke hier, ja. Genau. Einfach dran vorbeikommen. Ach du Scheiße, was ja, kommt denn da? Die nehmen wir mit. Komm, die nehmen wir mit, die nehmen wir mit, die nehmen wir alle mit. Okay. Nehmen wir alle mit. Ja, ab ins Wespennest hier, na klar, du. Komm mal her. Kommt mal alle zu Mama. So. Und mich könnt ihr mal schön in Ruhe lassen, ihr Pissflitschen. Ausdrucksweise ist das, wie schon wieder haben, Alter. Und dann gehen wir hier in die Höhle, da ist nämlich die Dolmak. Tatsächlich. Der, nicht die. Es. So. Der kriegt gerade richtig Stress mit seiner Alten, oder was? Oh ja. Alter, oh ja, die war nicht gerade. Oh mein Gott, wie sieht die denn aus? Ja, von hinten lockt sie, von vorne schockt sie. Ja, genau. Oben hui, unten pfui. Aber hallo. Okay, so eine Frau möchte ich auch nicht haben, Dolmak. Bist du noch am Start? Wo bist Meine du? Meine Mutter hatte recht, man kann dem Schattenmondclan einfach nicht vertrauen, ja. Scheiße, Mann. Ja, das war's. Fertig. Ja, wir sind fertig. Wenn Mutti immer recht hat, ne? So, genau. Ja, Mutti hat meistens recht, das ist nun mal so. Ja, ja, ja. Gut. Dann lass uns doch mal... Zur Garnison porten, was meint ihr? Genau. Ja, genau, dann gehen wir die Quest in der nächsten Folge ab. Zur geben wir das in der nächsten Folge ab. Oder vor der nächsten, ja, wie auch. Aber wir kriegen das schon hin. Jo. Wir sind ja ziemlich pfiffig. Wir sind ja pfiffige Leute hier, ne? Richtig pfiffig sind wir. Mal richtig pfiffig sind wir. Wir sind richtig pfiffi. Pfiffi? Hm? Wo ist denn mein scheiß Befehlstisch? Alle abschließen. Yeah. So, was kann ich denn jetzt eigentlich machen hier? Warte mal, ich kann hier eine Quest abgeben. So, was kann ich denn jetzt machen mit dem Kram, den ich mir hier hingebaut habe? Ja, schöne Sachen, ne? Aha. Hm. Warte mal, was haben wir denn hier? Hier Garnisonsgebäude fertigstellen. Flupp. Und hier, ah ja, jetzt. Mhm. Hallo. Enchanter Study.
Hat es nicht gereicht für eine deutsche Übersetzung. Fragment der Pan. Und, was ist das hier? Tailoring Emporium. Okay, okay, jetzt kannst du hier auch wieder wahrscheinlich Berufe-Quests annehmen, wa? Genau. Ah, Hexenzwirn und so. Ach, wie geil. Jetzt kann man hier was. Hexenzwirn? Drenor-Schneiderin. Bildet euch zum Drenor-Meister. Aha. Das kaufen wir doch gleich mal. Was können wir denn hier noch machen? Seid ihr schon raus aus der Aufnahme? Nee, ne? Nö. Wieso wir? Ihr beide nehmt doch auf. Ah, weil ich kann hier hinten nämlich auch nochmal was auf. Ah, ich kann hier erstmal meine ganzen Gebäude hier aufwerten. Geil. Aufwerten? Ja, da ist jetzt so ein goldener Dings drauf. Okay. Und dann werden die Gebäude jetzt Storehouse. Oh yeah. Aha, guck mal, ich kann jetzt hier einen Arbeitsauftrag starten. Stellt eine Lieferung Hexenzwirnstoff zusammen, den Bar, und kostet, ist eine Reagenz, brauche ich prächtiges Fell. Und kostet 5 prächtiges Fell für einen Hexenzwirnstoff. Ist das gut, ist das nicht gut? Keine Ahnung. Da musst du dann mal gucken, ob du, wie viel du brauchst, wenn du so ein Ding selber herstellst. Weil manchmal lohnt sich das nämlich nicht. Hexenzwirnstoff. Ey, krass, ich habe überall die Garnisonsressourcen. Für einen Hexenzwirnstoff bräuchte ich 20 prächtiges Fell. Aber weißt Bescheid, hä? Mach ich dann selber, wa? Das ist ja mal krass. Krasser Scheiß, ey. Also meine Gebäude sind alle fertig. Luna Fall. Boah, ich kann hier Sachen schneidern, Alter. Ich kann Sachen schneidern, da bin ich, die kann ich mit 98 tragen. Da hinten habe ich eine Daily Quest. Ja, die sind auch extrem teuer, muss ich sagen. Also was den Materialaufwand betrifft. 50 mal prächtiges Fell, zum Beispiel. Okay. Ja. Crazy shit. Dann kann ich jetzt da hinten. Ich muss aber eh noch ein bisschen leveln, weil ich bin 558 von 700, verstehst du? Mhm. Ach, so läuft es jetzt. Geheimnisse der Drenor-Schneiderei. Da kann ich aus Fell dieses Schneidergeheimnis machen und damit dann hochleveln, ja? Aha. Hallo? Was, ein Plüsch-Elek? Doch, ich kann ein Plüsch-Elek schneidern. Mögen geil. Ihre Reisen sicher sein. Mega, was ist denn hier noch? Mir fehlt doch irgendwie noch was. Ach, hier, guck mal. Hexenzwirntasche. Arbeitsauftrag, super. Crazy shit. Braucht ihr etwas? Ja. Man sieht sich. So, gucken, was hier drüben los ist. So, Tag, der Chef ist hier. Gerade stehen. Tag, der Chef ist da. Genau, hier hinten kann ich noch mal machen. Okay, hier ist auch noch was. Oh, jetzt nuscheln sie wieder. Geil. Nee, ich guck, ich bin jetzt durch. Ich kenne mich ja mit der Garnison noch nicht aus. Komplett nicht. Das ist ja das. Ey, ich kann aber auf dem Scheißhaus nichts mehr machen, ne? Boah. Das kannst du nur einmal machen. Oh Mann, ich will aber nochmal kacken. Ja, du. Musst einen zweiten Charakter erstellen. Keine Ahnung. Vielleicht dann kannst du immer hier folgen. Charakter erstellen, Charakter löschen. Charakter erstellen, Charakter löschen. Dann kannst genau. Du mal schön. So, nur weil du einmal kacken willst, ey. Wir haben hier schon gleich 30 Minuten voll. Jo. Alle mal. Willkommen. Was kann ich noch abgeben? Wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss nach außen. Moment, einen Augenblick. Ich bin noch mal eben kurz hier unterwegs. Jo, jo. Hier hinten kann ich nämlich noch was abgeben. Außenrum. Außenrum, außenrum, außenrum. Was ist? Dann gehen wir hier mal den Arbeitsort. Okay, können wir jetzt beenden. Hier kann ich die ganzen Kochrezepte kaufen. Geil. Okay. Das ist gut, dann weiß ich Bescheid. Brauche ich aber jetzt nicht, weil ich mache ja Kochen nicht so. Also. Ich gehe mal wieder rein. Wir sind auch jetzt fertig. Wir haben, glaube ich, alle jetzt in unserer Garnison so ziemlich alles hier auf das Äußerste draufgebracht. Und wir müssen hier mal eine Pause machen, weil sonst sind wir morgen noch dran. Richtig. Genau, wo sind meine Garnisonsressourcen? Hier. Dort. 8 Stück. Perfekt. Krasser Scheiß. Kann ich hier nochmal rein, dann kann ich hier auch nachher nochmal am Tisch so ein paar Leute entsenden. Nochmal schnell. Gut, 3 Stunden dauert jetzt. Alles klar. Was ist das denn? Unkrautvernichtung. Jetzt mach fertig. Das wird nichts mehr. Komm, mach mal den noch. Und das war's. Ja, ich sag ja, okay. Das wird nichts mehr. Okay, also ich bin durch. Ich bin fertig. Ich bin ready.
Hammer. Ne? Hi, wie geht's? Genau. Super. Und werde mich jetzt mal hinausbegeben, um mich meiner Freunde zu widmen, die auch in ihrer Garnison am Rumhängen sind. Ja? Wer kommt da hoch? Der Sammy Schrimser. Schrimscher. Hi, Sammy. Alles gut? Der spricht nicht mit mir. Hast du schlechte Laune oder was, Junge? Hör mal. Durch. Hau direkt mal einer rein hier, ey. Sagst du hallo und der rennt einfach an dir vorbei. Mach hin jetzt. Tschüss. Tschüss, ihr Lieben. Bis bald. ETF. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Oh Mann, ey.